Hi, hier ist Franz. Wir sind bei Huawei Device und schauen uns gerade das SNG 700, ein neues Dual-SIM-Smartphone, das Huawei im Rahmen der IFA 2013 gezeigt hat, etwas genauer an. Wir haben hier ein 5 Zoll großes IPS-Display mit 1280x720 Pixel. Hier die drei touch-sensitiven Tasten. Das Display an sich ist von den Blickwinkeln her, von der Helligkeit her und von der Schärfe her wirklich absolut ausreichend. Auf dieser Seite die lauter leiser Wippe, auf der Unterseite der Micro-USB-Anschluss, sowie hier der Power-Button und der 3,5 mm Klinkenanschluss. Die Verarbeitung und die Haptik ist hier natürlich nach wie vor noch nicht die beste, aber das ist ein Vorseriengerät und für den Preispunkt, den dieses Gerät anpeilt, geht das wirklich absolut in Ordnung. Auf der Rückseite die 8 Megapixel Hauptkamera, eine Foto-LED, das Huawei-Logo sowie hier der Lautsprecher. Und was schön ist, man kann die Akkuabdeckung abnehmen, das kann ich hier jetzt leider nicht demonstrieren, aber wir haben hier einen 2150 mAh starken Akku. Leider kein LTE, sondern UMTS, 8 GB internen Speicher und die Möglichkeit, den zu erweitern und natürlich das Alleinstellungsmerkmal oder relativ gesehen die Möglichkeit, hier zwei SIM-Karten einzulegen. Auch hier drunter ist also Dual-SIM-fähig. Ansonsten haben wir hier Android 4.2.1 mit Huawei's Emotion UI, einen 4-Kernprozessor mit 1,2 GHz je Kern, 2 GB Arbeitsspeicher und wie eben schon erwähnt UMTS. Die Performance ist hier nicht die schlechteste, könnte aber besser sein, aber wie gesagt, das ist hier noch ein unfertiges Gerät und da muss man wie immer erstmal abwarten. Das war ein Hands-on mit dem Huawei SNG 700. Ich bin Franz, ich danke euch fürs Zuschauen und sage wie immer bis zum nächsten Mal.